Herzlich willkommen zu Teil 2 GDV Live zum Thema Rente und Altersvorsorge. Schön, dass Sie dabei sind. Wir diskutieren diese Woche über die Frage, wie es mit der Alterssicherung nach der Wahl weitergehen könnte. Es ist wahrscheinlich, dass ich was tun muss. Warum? Schauen Sie mal. Längeres Leben, weniger Geburten. Die deutsche Gesellschaft altert. Auf 100 Menschen im erwerbsfähigen Alter kamen 2019 etwa 36 RuheständlerInnen. 2035 könnten es bereits 46 sein. Das setzt unser Rentensystem unter Druck. Künftig müssen weniger Junge für mehr Ältere aufkommen. Wie können wir eine auskömmliche Absicherung im Alter gewährleisten, ohne die Jüngeren zu überfordern? Eine Frage, die wir diskutieren wollen mit unseren Gästen, die ich Ihnen nun vorstellen darf. Herzlich willkommen, Dr. Wolfgang Strengemann-Kuhn. Er ist Sprecher für Arbeitsmarktpolitik von Bündnis 90 Die Grünen. Er will einen staatlich organisierten Bürgerfonds für alle einführen. Und er möchte mehr Gruppen in die gesetzliche Rente einbeziehen. Was er sich davon verspricht, das wird er uns verraten. Herzlich willkommen auch Peter Weiß, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der Union. Er sagt, unsere gesetzliche Rente ist stabil. Wie er die Menschen dennoch mobilisieren möchte, zusätzlich privat und betrieblich vorzusorgen, darüber werden wir mit ihm sprechen. Und der dritte in unserem Bunde, herzlich willkommen, Dr. Peter Schwag, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft. Er sagt, damit Renten krisenfest und in ausreichender Höhe fließen können, brauchen wir ein Zusammenspiel von gesetzlicher, privater und betrieblicher Altersvorsorge. Warum? Er wird es uns erläutern. Herzlich willkommen, meine Herren. Schön, dass wir hier in diesem Kreis zusammenkommen können. Liebe Zuschauer, auch für Sie besteht die Möglichkeit, Ihre Fragen an die Herren zu richten. Sie können über Twitter und LinkedIn Ihre Fragen bei uns loswerden. Wir werden Sie am Ende der Sendung hier in diesen Kreis einspeisen und die Antworten für Sie abholen. Ja, meine Herren, Sie drei kennen sich in der Rente so gut aus und in der Altersvorsorge wie kaum ein anderer in dieser Republik. Und wenn ich Sie schon mal hier habe, ich vermute mal, dass Sie nicht nur in Ihrem politischen Umfeld und beruflichen Umfeld, sondern auch in Ihrem privaten häufiger die Frage hören, was kann ich denn eigentlich tun für meine Altersvorsorge? Was ist Ihr persönlicher Rat an Freunde und Verwandte? Und ich würde die Frage gerne an Sie richten. Herr Weiß, was ist Ihr Rat, wenn Sie einen Verwandter oder einen Freund fragt, gib mir mal einen Tipp, was kann ich für meine Altersvorsorge tun? Regionale Betriebsrente nachzufragen. Und wenn es ein und das auch zu machen, zumal auch dann, wenn die betriebliche Altersvorsorge nur Geldumwandlung angespart wird, wir ja dafür gesorgt haben, dass der Arbeitgeber immer auch 15%, nämlich die auf seiner Seite eingesparten Sozialversicherungsbeiträge mitgeben muss. Wenn jemand Kinder hat, sage ich, auf jeden Fall einen Riester-Vertrag machen, denn die staatliche Förderung, die es für dich selber und zusätzlich für deine Kinder gibt, das ist bares Geld, was dir der Staat schenkt. Das solltest du auf jeden Fall mitnehmen, unabhängig davon, wie die Renditeerwartungen sind, nicht auf Geld verzichten, was einem der Staat mitgibt. Vielen Dank, Herr Strengemann-Kuhn. Was bekomme ich von Ihnen für einen Rat mit, wenn ich Sie frage? Also das Wichtigste ist erstmal in der gesetzlichen Rentenversicherung zu sein. Es gibt ja Leute, die sind da nicht drin, zum Beispiel Selbstständige. Denen würde ich raten, zahlt auch in die gesetzliche Rentenversicherung ein, weil das ist ziemlich sicher. Ich würde auch Minijobbern raten, nicht rauszuoptieren aus der gesetzlichen Rentenversicherung, um den vollen Rentenversicherungsschutz zu erhalten. Also das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und ansonsten stimme ich dem Kollegen Peter Weiß zu, da wo es eine betriebliche Altersvorsorge gibt, ist es sehr, sehr sinnvoll, auch die betriebliche Altersvorsorge zu machen. Bei Riester-Produkten muss man sehr, sehr genau hingucken. Da rate ich eher zur Vorsicht. Und Herr Dr. Schwag, was ist Ihr Tipp? Ja, ich kann auch ein Stück weit anknüpfen an das, was Peter Weiß gesagt hat. Es kommt ein bisschen auf die familiäre Konstellation an. Man muss auch vorausschauen, wie könnte die sich noch ändern. Da ist häufig eine Riester-Rente ein guter Rat.
gerade wenn die Familienplanung vielleicht noch ansteht. Ansonsten beim neuen Arbeitsverhältnis, beim Arbeitsplatzwechsel auch immer mal verhandeln, geht was im Bereich arbeitgeberfinanzierter Direktversicherung vielleicht. Und wenn das nicht geht, dann auch eine Entgeltumwandlung zu machen. Kommt natürlich auch darauf an, was man an Sparfähigkeit auch hat, was man hier einbringen kann. Ja, absolut. Ja, sehr viele Menschen da draußen machen leider gar nichts neben der gesetzlichen Rente. Zugleich sorgen sie sich. Die Mehrheit der Deutschen sorgt sich um ihre Altersvorsorge. Durchaus zu Recht, könnte man sagen. Denn wie die gesetzliche Rentensituation im Moment aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Die Finanzlage der Rentenversicherung ist angespannt und die nächsten 10 Jahre werden wohl noch schwieriger. Die Bundesregierung rechnet im aktuellen Rentenversicherungsbericht bis 2034 mit höheren Beitragssätzen und einem deutlich steigenden Steuerzuschuss zur Rentenkasse. Das Rentenniveau wird trotzdem sinken. Welche Handlungsoptionen gibt es eigentlich noch in der Rentenpolitik? Herr Strengemann-Cohn, ich habe gelesen in der Vorbereitung auf heute, Sie würden gerne das Rentenniveau der gesetzlichen Rente festschreiben wollen, mit Blick auf die kommende Wahlperiode. Wie wollen Sie das mit Blick auch auf die Demografie finanzieren? Was sind da Ihre Pläne? Also die Rente ist ja davon abhängig, wer alles einzahlt und auf welches Einkommen eingezahlt wird, wie viel eingezahlt wird. Deswegen ist der Blick auf die Demografie immer ein kleines bisschen zu kurz gesprungen, sondern man muss diese anderen Faktoren, Zunahme der Produktivität, Zunahme der Arbeitsmarktbeteiligung, aber auch wer ist eigentlich alles rentenversichert, mit berücksichtigen. Und da gibt es noch eine ganze Reihe von Stellschrauben, an denen man drehen kann. In Deutschland ist die Erwerbsbeteiligung von Frauen, zwar was der Anteil der Frauen, die erwerbstätig sind, mittlerweile sehr hoch, aber Frauen sind häufig nur Teilzeiterwerbstätig, da ist noch Luft nach oben. Bei den Selbstständigen sagen wir, wir wollen gerne alle Selbstständigen mit einbeziehen in die Rentenversicherung, beginnend mit denjenigen, die nicht abgesichert sind. Wir wollen perspektivisch auch die Beamten mit einbeziehen. Abgeordnete sollen mit drin, drin sein. Das rettet jetzt nicht die Rentenversicherung finanziell, das ist, glaube ich, ein wichtiges Symbol, wenn wir sagen, wir wollen alle perspektivisch einzahlen durch eine breitere Zahl von Leuten, aber auch durch Beiträge auf alle Einkommen. Das wäre aber ein letzter Bürgerversicherung. Kriegt man eine breitere Finanzierung tatsächlich hin, mit der man es tatsächlich hinkriegen kann, das Rentenniveau stabil zu halten bei relativ stabilen Beiträgen? Ich sehe, dass Herr Weiß die Stirn kreuzt und ein bisschen auch den Kopf schüttelt. Was halten Sie davon, Herr Weiß? Also ich halte nichts davon, mit populistischen Sprüchen den Leuten etwas vorzugaukeln, was schlichtweg eine Milchmädchenrechnung ist. Ne? Also wenn weitere Personenkreise in die Rentenversicherung kommen, okay, damit hat aber die Rentenversicherung nicht mehr Geld, sondern daraus entstehen ja Ansprüche an, also wenn es um nachhaltige Finanzierung der Rente geht, ist das Jacke wie Hose. Und wenn Sie Rentenversicherungsbeiträge auf alle Einkommen Arten erhöhen, dann ist es für den, der über der Beitragsbemessungsgrenze liegt, also zu den Gutverdienern gehört, ein Nullsummenspiel. Das juckt denn überhaupt gar nicht. Aber für die mittleren und niedrigen Einkommen, da ist es durchaus interessant, dass sie plötzlich auf Einkommen Beiträge zahlen müssen, an die sie nie gedacht haben. Nie gedacht haben. Also, damit ist die Rentenversicherung nicht solider zu finanzieren. Das Wichtigste ist sicherlich für die kommenden Jahre und Jahrzehnte, dass wir hoffentlich jetzt hinbekommen, das, was wir vor der Corona-Pandemie hatten, nämlich Phasen eines stetigen wirtschaftlichen Wachstums, zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten in Deutschland, gut bezahlte Jobs, das macht die Rentenversicherung sicherer und stabiler. Das ist der einzige Weg. Und weil es so sein wird, dass die Demografie, die Sie ja dargestellt haben, dafür sorgt, dass wir für die jungen Leute zumindest eine Grenze festlegen müssen, was die Höhe des Rentenversicherungsbeitrags anbelangt, weil sonst macht es denen ja keinen Spaß mehr, arbeiten zu gehen, muss man eine solche Grenze festlegen und gleichzeitig eben durch zusätzliche Altersvorsorge dafür sorgen, dass man auch ein Einkommen im Alter erreichen kann, von dem man leben kann. Und das spielt dann natürlich große Rolle, das haben Sie schon angesprochen. Wir brauchen zusätzliche Hilfe und Unterstützung, gerade für die Geringverdiener, dass es ihnen möglich gemacht wird, eine solche zusätzliche Altersvorsorge aufzubauen. Herr Schwag, ich Das sehe ist kurzum gesagt das Programm für die kommenden Jahrzehnte.
Herr Schwager, ich sehe Sie nicken und habe Sie vorhin auch den Kopfschütteln sehen. Was sagen Sie zu dem Vorschlag, mehr Personengruppen in die gesetzliche Rente einzubeziehen? Und was sagen Sie zu dem Vorschlag von Herrn Weiß, die Wirtschaft anzukurbeln und die private Vorsorge nach vorne zu schieben? Ich halte es ein Stück weit für zu kurz gesprungen, einfach nur zusätzliche Finanzierungsquellen zu erschließen, weil wir haben ja keinen Berg, den wir untertunneln können, sondern wir haben einfach künftig einen anderen Altersquotienten. Und vorübergehende zusätzliche Finanzierungsquellen führen einfach zu zusätzlichen Ansprüchen. Im Übrigen ist auch die Frage zum Beispiel bei der Einbeziehung der Beamten, das sind natürlich erhebliche Zusatzlasten auch für die öffentliche Hand, weil die muss ja die alten Pensionen bezahlen und zusätzlich jetzt für die jungen Beamten dann Beiträge in die gesetzliche Rente. Das bedeutet mehr Steuer- und Staatsfinanzierung letztendlich indirekt für die gesetzliche Rente. Ich sehe auch kritisch, Nichterwerbseinkommen als Beitragsgrundlage heranzuziehen, weil der Charakter der gesetzlichen Rente ist ja, wegfallendes Erwerbseinkommen zu abzusichern. Und wenn ich Zinserträge habe oder Mieteinnahmen, das fällt ja mit dem Rentenbeginn gar nicht weg. Also ich habe dieses Absicherungsinteresse an der Stelle gar nicht. Und insofern glaube ich, sollte man hier systemkonsistent sein. Herr Weiß hat richtig gesagt, deshalb mein Nicken. Wir müssen auch als Gesellschaft die Menschen da abholen, wo sie stehen. Menschen mit einer geringen Sparfähigkeit, denen müssen wir auch die Möglichkeit geben, vorzusorgen und mit teilzuhaben. Und ich glaube, und das hat auch die OECD hervorgehoben, wir haben mit der Riester-Rente international einzigartig ein zielgerichtetes Fördersystem, das Geringverdiener und Familien, also gerade da, wo die Sparfähigkeit auch geringer ist, weil man andere Prioritäten setzen muss, gezielt unterstützt. Und das sollten wir auf jeden Fall bewahren für die Zukunft. Riester-Rente für Geringverdiener. Ich habe gelesen, jeder Dritte, glaube ich, verdient, hat ein Jahreseinkommen von weniger als 20.000 Euro. Herr Strengemann-Kuhn, eine Möglichkeit für Geringverdiener für die Zukunft? Also ich würde gerne nochmal zu dem Vorwurf Milchmädchenrechnung und Populismus ist ja sogar gefallen, was sagen. Also das ist schon wissenschaftlich hinterlegt, was wir da sagen. Wir haben dann DEW-Gutachten gemacht und zahlreiche Volkswirte, ich bin ja selber Volkswirt und habe auch zum Thema Alterssicherung auch gelehrt. Also es ist tatsächlich so, wenn man mehr Leute in die Rentenversicherung einbezieht, entstehen natürlich Ansprüche, das ist richtig. Aber erstens ist das erst nach 40, 50 Jahren der Fall, wenn man jetzt Leute einbezieht. Es wird ja auch oft gesagt, eine höhere Kinderanzahl wäre sinnvoll. Das sind ja auch Menschen, denen dann später mal Ansprüche entgegenstehen. Das wäre ja dann genauso Unsinn. Das ist aber falsch. Also das ist, da kann man auch gleich neue Leute in das System reinbringen. Das ist genau, als wenn es zusätzliche Kinder gäbe. Und da würde wahrscheinlich niemand sagen, das ist schlecht für die Alterssicherung. Also man hat zumindest für 20, 30, 40 Jahre hat man einen Vorteil. Das hat auch der Sachverständigenrat für Wirtschaft vor längerer Zeit schon mal in einem Gutachten deutlich gemacht, hat man eine starke Entlastung bei der Rentenversicherung. Nichtsdestotrotz macht es natürlich Sinn, auch eine kapitalgedeckte Zusatzvorsorge zu machen. Damit bin ich dann bei Ihrer Frage. Schon allein, weil gesetzliche Rentenversicherungen und kapitalgedeckte Sicherungen unterschiedliche Risiken haben. Und es macht immer Sinn, das auf mehrere Nester zu verteilen, sagen die Ökonomen immer gerne. Und da ist es natürlich wichtig, eine Leistung auch zu haben, kapitalgedeckt, die für Menschen mit geringem Einkommen auch geringem Einkommen häufig nicht so lange leben. Und man muss sich da ehrlich machen bei der Rentenversicherung. Es ist ja auch eine Versicherung, dass man zu lange lebt, in Anführungszeichen, was ja eigentlich was Positives ist. Das heißt, für Menschen mit geringem Einkommen, die nicht so eine lange Lebenserwartung haben, lohnt es sich häufig rein ökonomisch nicht vorzusorgen. Und deswegen ist da besonders wichtig, nochmal mit Zuschüssen, aber auch durch gute Vorsorgeprodukte zu arbeiten. Und jetzt ist es so, dass mit Lebenserwartungen gerechnet werden, wo die über dem Durchschnitt liegen. Und ohne die Zuschüsse, die es bei der Riester-Rente gibt, sind viele Produkte gar nicht mehr rentabel für die Menschen. Und an der Stelle setzt unser Vorschlag an. Wir schlagen ja einen Bürgerfonds vor, eine staatlich organisierte Kapitaldeckung. Da hat Schweden vor allen Dingen besonders gute Erfahrungen mitgemacht, wo die Verwaltungskosten gering sind, wo keine Provisionen anfallen, wo Gewinne von Unternehmen nicht mehr dabei mit berücksichtigt werden müssen, deswegen die Rendite auch höher ist. Und das ist die Möglichkeit, auch für Menschen mit geringem Einkommen eine kapitalgedeckte Zusatzversorgung hinzukriegen, die genügend Rendite
bietet, damit sie tatsächlich eine gute Zusatzvorsorge im Alter ist. Zum Bürgerfonds wollte ich gleich noch mal kommen. Ich habe aber gesehen, dass Herr Schwag gerne noch was zu Herrn Strengmann-Kuhn sagen möchte zu dem Eingangsbereich. Ja, ich meine, zum einen hatte ich vorhin, war mir aufgefallen, dass niemand über das Renteneintrittsalter gesprochen hat. Das ist natürlich auch eine wichtige Variable. Ich verstehe das, es ist politisch schwierig, es ist nicht populär, aber ich glaube, wir müssen einen Mechanismus finden, politisch, vielleicht außerhalb des Wahlkampfs, wie wir darüber reden, wie wir Erwerbstätigkeitsphase und Rentenphase vernünftig aufteilen. Und da geht es nicht nur um die gesetzliche Rente, es geht auch um den Arbeitsmarkt, es geht auch um unsere Steuerbasis. Wir müssen zusehen, dass die Menschen auch länger dem Arbeitsmarkt erhalten bleiben. Ich wollte noch auf ein anderes Thema eingehen, das ist das Thema Langlebigkeit. Insgesamt haben wir natürlich steigende Trends hier, die Lebenserwartung steigt. Wir haben auch Unterschiede natürlich zwischen den Menschen. Aber was das Thema Gerechtigkeit anbetrifft, bei der Riester-Rente zum einen, das hat Herr Strengmann-Kuhn ja auch richtig gesagt, die höhere Förderung für Geringverdiener gleicht natürlich den Effekt auch aus, den wir durch die Durchschnittsbildung haben. Wenn jemand eine geringere Lebenserwartung hat, wird da was kompensiert. Aber im Unterschied zur gesetzlichen Rente, nehmen wir an, man hat auf einmal eine schwere Erkrankung und weiß, man wird die Rente nicht lange beziehen. Eine Riester-Rente kann man kündigen. Auch die Förderschädlichkeit ist kein Argument dagegen, weil man hat die Erträge weiterhin steuerfrei. In der gesetzlichen Rente kann man das nicht. Und was die Kalkulation anbetrifft, ich glaube, auch die gesetzliche Rente könnte nicht mit der Lebenserwartung des Bevölkerungsdurchschnitts rechnen, weil natürlich sind dort auch die Menschen mit den höheren Einkommen mit höheren Beiträgen vertreten. Also würde die gesetzliche Rente tatsächlich Einnahmen und Ausgaben modellieren müssen, würde sie mit dem Geld auskommen müssen und müsste es heute schon sagen, müsste sie genauso vorsichtig kalkulieren wie wir, wenn wir jetzt meinetwegen ein Zwangskollektiv hätten wie in einer betrieblichen Altersversorgung. Da kommen ja natürlich noch diese Effekte dazu, dass Leute mit einer kürzeren Lebenserwartung kündigen können. Das müssen wir extra einrechnen. Aber dass die gesetzliche Rente oder ein Bürgerfonds mit den Werten des Statistischen Bundesamts rechnen könnte, das ist auf keinen Fall der Fall. Das wäre aktuariell meines Erachtens nicht vertretbar. Herr Beiß, das Thema Bürgerfonds, der Vorschlag der Grünen, was halten Sie davon? Also erst will ich noch anmerken, ich habe immer gedacht, Nachhaltigkeit sei für die Grünen ein wichtiges Prinzip. Aber dem, was Herr Strengmann-Kuhn jetzt zur gesetzlichen Rentenversicherung gesagt hat, wir wollen Geld von zusätzlichen Beitragszahlern einkassieren, das sofort verjubeln, sprich an die Rentner auszahlen. Und wenn später die neuen Ansprüche kommen, dann steht die Rentenversicherung vor der Katastrophe. Das ist ja das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Also ich glaube, so kann man keine Politik betreiben. Dem muss man entschieden widersprechen. Das Zweite ist, ich finde, wir haben ja mit der betrieblichen Altersvorsorge und mit dem Riester-Sparen zwei Modelle kapitalgedeckter Altersvorsorge, die, wenn man sie reformieren würde, auch gut funktionieren täten. Deswegen glaube ich, wird es das Hauptaugenmerk in der kommenden Legislaturperiode des Deutschen Bundestages sein müssen, genau sich darauf zu konzentrieren. Schade, dass wir das auch wegen unterschiedlicher Widerstände in der Großen Koalition nicht schon geschafft haben. Das bedauere ich außerordentlich. Sie wissen ja, dass es auch in der Union Vorstellungen gibt, Thema Deutschlandrente, so eine Fondslösung zu machen. Man kann sowas machen. Ich habe nur die große, große Skepsis. Die zusätzliche Altersvorsorge ist ohnehin schon mit ihren verschiedenen Zweigen, allein sechs Durchführungswege bei der betrieblichen Altersvorsorge, kompliziert und für die Bürgerinnen und Bürger schwer zu durchschauen. Wenn wir das Konstrukt noch komplizierter machen, weiß ich nicht, ob wir den Bürgerinnen und Bürgern unserem Land wirklich einen Gefallen tun. Das ist mein Haupteinwand dagegen. Herr Strengmann-Kuhn, der Bürgerfonds ist ja, sieht ja, glaube ich, meines Wissens ein Opt-out vor. Das heißt, ich habe also als Bürger die Möglichkeit zu widersprechen. Tue ich das nicht, zahle ich automatisch in diesen Bürgerfonds ein, in dieses Modell, was Sie vorsehen. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass die Leute nicht in zu großen Teilen widersprechen, sondern wirklich folgen? Naja, wir wollen es ja explizit wie in Schweden, da ist es verpflichtend, da ist jeder drin, so in der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern es soll schon auch die Möglichkeit geben, freiwillig auszuscheiden. Und da sind die Menschen frei. Und das soll auch so bleiben. Das wäre ist ja bei Riester oder anderen kapitalgedeckten Zusatzvorsorgen auch so. Wir gehen davon aus, dass das Produkt insgesamt so attraktiv ist, dass die Menschen das auch machen. In Schweden ist das so. Aber wie gesagt, Sie haben auch die Möglichkeit, was anderes zu machen oder auch zu sagen, mir reicht die gesetzliche Absicherung und ich mache den Bürgerfonds nicht und mache auch sonst nichts. Die Freiheit sollen die Menschen durchaus haben. Und das meint unseres Erachtens ist es halt gerade ein
Punkt, um das System zu vereinfachen, nicht zu verkomplizieren, wenn es so ein Standardprodukt ist. Weil viele Menschen sitzen wie so ein Ochs vorm Berg vor diesen ganzen Vorsorgeprodukten. Also bei der betrieblichen Altersvorsorge wird man ja vom Arbeitgeber beraten, beziehungsweise kriegt da ein Angebot. Bei der privaten Altersvorsorge, die vielen Riester-Produkte, da blickt ja kaum jemand durch. Da braucht es ja sowieso eine Beratung. Und deswegen ist es gut, wenn es da einen Standardweg gibt, damit auch mehr Leute das machen. Wer sich gut auskennt auf den Finanzmärkten, gegebenenfalls auch bereit ist, ein höheres Risiko zum Beispiel einzugehen oder zu sagen, nee, ich traue diesem staatlich organisierten Fonds nicht, sondern ich traue lieber einem privaten Anbieter, der oder die kann das gerne machen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, so einen Standardweg auch zu haben, damit der Anteil der Menschen, die halt zusätzlich vorsorgen, auch erhöht wird, um mehr Lebensstandardsicherung im Alter auch hinzukriegen. Ich würde gerne unsere Zuschauer noch mal mitnehmen. Es ist mehrfach die Rede gewesen von privater Altersvorsorge, von betrieblicher Altersvorsorge und von gesetzlicher. Wie sieht das aktuelle Modell eigentlich aus? Schauen Sie mal. Die Altersvorsorge von Millionen Menschen in Deutschland ruht auf drei Säulen: der gesetzlichen Rentenversicherung, der betrieblichen Altersversorgung und der privaten Altersvorsorge. Die zweite und dritte Säule fördert der Staat seit 2001 gezielt. Über die Hälfte der Beschäftigten haben heute neben ihrer gesetzlichen Rentenversicherung auch eine betriebliche Altersversorgung. Knapp ein Drittel einen staatlich geförderten Riester-Vertrag. Klar ist, viele müssten mehr für ihre Altersvorsorge tun. Aber wie? Herr Weiß, an Sie die Frage. Vor nicht langer Zeit ist das erste Sozialpartnermodell in Deutschland gestartet, in der betrieblichen Altersvorsorge. Wie schätzen Sie das ein? Ist das eine Initialzündung für noch mehr? Dieses Betriebsrentenstärkungsgesetz ist jetzt intensiv mit begleitet, mitentwickelt. Und müssen ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja. Ich habe mir eigentlich mehr Dynamik erwartet. Ja, es liegt der erste Vertrag vor für ein Sozialpartnermodell, sprich eine reine Leistungszusage bzw. Zahlung und keine Garantie, eingebettet in einen Tarifvertrag. Nachdem wir als Bundestagsabgeordnete sowohl von den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden gedrängt worden sind, so etwas zu ermöglichen, hatte ich mir eigentlich mehr vorgestellt. Aber Sie sprechen natürlich damit ein zentrales Thema an, an dem die BAV wie auch der Riester-Vertrag leidet. Das ist das Thema Garantie. Und ich glaube, wir müssen einfach in dieser Zeit Garantie neu definieren. Garantie, garantiertes Produkt bedeutet, dass ich in Anführungsstrichen heute sogenannte mündelsichere Anlagen wählen muss und die sicherste ist traditionell die Staatsanleihe, auf die darf ich aber Minuszinsen zahlen. Und das ist nun wirklich nicht das, was die Bürgerinnen und Bürger an Garantie erwarten, nämlich Minus, sondern sie erwarten ein Plus. Und ich glaube, dass wir deswegen aus dieser alten Garantiedefinition dringend herauskommen müssen, wenn wir eine Antwort geben wollen auf die Niedrigzinsphase. Garantie, die zu Verlust führt, sprich Minuszinsen bei der Anlage, ist eben keine Garantie mehr, sondern das Gegenteil. Herr Schwag, Sie nicken. Ein Plus für das Arbeiten an der Garantie? Ja, ich glaube, wir müssen vor allem über Sicherheit reden. Und wie Herr Weiß sagte, der 100% Garantiestandard heißt auch wenig Chancen auf gute Leistungen und ordentliche Rendite. Und ich meine, wir müssen hier sowohl den Anbietern als auch den Verbrauchern mehr Spielraum geben, auch chancenorientierte Anlagen hier einzubauen. Ich glaube, wir haben auch da fast einen breiten Konsens. Ich bedauere auch, dass das in der letzten Legislaturperiode jetzt nicht gelungen ist, das Thema neu zu definieren. Herr Strengmann-Kuhn hat gesagt, der Bürgerfonds soll riskant anlegen. Er soll ganz ohne Garantien auskommen. Also ich habe das zumindest so verstanden. Und in Schweden ist das auch so. Zum Teil werden da 150% Aktienquote gefahren und es gibt keine Garantien. Das heißt nicht, dass ich dafür plädiere, auf Garantien ganz zu verzichten. Ich glaube, ein Teilproblem im Sozialpartnermodell ist sogar das Garantieverbot. Ich glaube, wir brauchen wohl austarierte Lösungen, die eine vernünftige Abwägung auch vornehmen zwischen Renditechancen und dem, was die Bürger auch an Sicherheiten wollen. Wir wissen,
15, 20% der Bürger haben Erfahrung mit Finanzmarktprodukten, haben Erfahrung mit Aktien oder mit Aktienfonds, die anderen nicht. Und die sind auch sehr zurückhaltend. Also wir müssen wohl erwägen, wie viel Sicherheit wir brauchen und wie viel Chance. In jedem Fall ist das weniger Garantie und mehr Chance, aber kein Garantieverbot oder kein kompletter Garantieverzicht. Das, glaube ich, muss der Weg sein. Und ich bin auch ganz sicher und zuversichtlich, dass das die Diskussion in der nächsten Legislatur mitbestimmen wird. Herr Strengmann-Kuhn, würden Sie denn über den Bürgerfonds die Menschen auch automatisch Richtung Kapitalanlage leiten? Also ich habe ja schon gesagt, oder Sie haben es ja gesagt, die Idee, jeder da erstmal drin ist und man rausoptieren kann, da gibt es auch intern immer noch eine Diskussion. Das Wahlprogramm ist ja auch noch nicht verabschiedet. Gerade der Punkt ist, da gibt es durchaus auch andere Meinungen bei uns in der Partei, aber es soll entweder allen angeboten werden oder man muss aktiv rausgehen. Aber es soll einen leichten Zugang dazu geben, es soll einen Standardweg geben. Deswegen soll es für die meisten Leute ist das wahrscheinlich dann der Weg für die Zusatzversorgung. Wir wollen es aber auch so anlegen, dass es da Wahlmöglichkeiten gibt. Rein finanzökonomisch ist es so, dass es am besten wäre, wenn man auf die Garantien verzichten würde, weil die einfach unglaublich teuer ist und ganz, ganz viel Rendite kosten, sodass dann, wie der Kollege Weiß eben gesagt hat, am Ende negative Renditen gegebenenfalls sogar rauskommen oder das mit hohen Beiträgen finanziert werden müsste. Deswegen sagen uns die Finanzökonomen am besten ganz ohne Garantien und Schweden macht das tatsächlich auch so. Wichtig ist da auch nochmal die gesetzliche Rente dann auch mitzudenken. In Schweden gibt es eine Garantierente. Die fordern wir Grünen zum Beispiel auch, damit durch die gesetzliche Rente die Menschen vor Armut geschützt sind, sodass es da ein Mindestniveau in der Rente gibt und dass man nicht mehr runterrutscht, sodass die Zusatzvorsorge tatsächlich auch immer zusätzlich ist. Nicht wie das jetzt bei der Grundsicherung ist, dass es mit angerechnet wird, sondern die Garantierente ist so ausgestaltet, dass Zusatzvorsorge darauf nicht angerechnet wird, wie bei der Rente halt üblich. Deswegen lohnt zusätzlich vorzusorgen. Und wenn man so eine starke garantierte gesetzliche Rente hat, dann ist es meines Erachtens auch akzeptabel, wenn bei der kapitalgedeckten Zusatzvorsorge mehr Risiko da ist, zumindest für diejenigen, die das wollen. Wie gesagt, wir wollen das aber auch mit Wahlmöglichkeiten verbinden, wo dann entsprechend auch mit weniger Risiko, dann aber auch mit weniger Rendite oder weniger erwarteter Rendite angelegt werden kann. Die Möglichkeiten wollen wir auf jeden Fall auch schaffen. Herr Schork. Ja, mir liegt auch ein bisschen da was auf der Zunge in Bezug auf den Bürgerfonds und die Übertragung des schwedischen Modells. Ich glaube, es ist immer gut, von internationalen Erfahrungen auch zu lernen. Aber wir sollten nicht einfach Dinge übertragen, die so nicht übertragbar sind. In Schweden ist der schwedische Altersvorsorgefonds Teil der ersten Säule der Alterssicherung. Und das hohe Risiko, das dort gegangen wird, das ist auch nur dadurch erklärt, dass jeder in der Umlage und in diesem Fonds ist und dass man das im gleichen Umschlag auch informiert bekommt. Die eine Leistung ist stabil, die andere ist volatil und dann stellt sich das anders dar, als wenn ich ein einzelnes Produkt habe, wo ich auf einmal feststelle, oh, 30% sind weg oder 40% sind weg. Damit können viele Menschen nicht umgehen. Ich glaube, anstelle jetzt das schwedische System so zu übernehmen, vom Staat, keine Garantien, alles in Aktien, jeder verpflichtend drin, sollten wir die Themen einzeln diskutieren. Wollen wir eine Pflicht zur Vorsorge, ja oder nein, mit oder ohne Opting-out? Wir müssen auch feststellen, 70% der Menschen sorgen schon vor in der betrieblichen Altersvorsorge oder Riester. Wollen wir mit oder ohne Garantien oder einen Mittelweg gehen? Und zum Schluss dann die Frage, soll es vom Staat sein oder von der Privatwirtschaft? Ich kann den Vorteil eines staatlichen Angebots nicht erkennen. Kosten haben damit nichts zu tun, wer ist Eigentümer, ob der Staat oder eine private Gesellschaft, sondern es ist vor allen Dingen die Frage, habe ich die Notwendigkeit einer Beratung, muss ich die Menschen aktiv ansprechen oder sind sie automatisch dabei? Die betriebliche Altersversorgung ist auch kostengünstiger, wenn der Arbeitgeber sagt, ich beziehe die Leute automatisch mit ein. Das können wir aber auch privatwirtschaftlich organisieren. Wir können auch ohne Garantien, die Frage ist, ob die Menschen das so wollen. Also mein Appell wäre an die Politik, die einzelnen Eigenschaften von Standardprodukten einzeln diskutieren und entscheiden, was ist jeweils das Beste und nicht einfach das schwedische Modell übertragen. Herr Weiß, ein Baukastensystem, ein Puzzle im Idealfall für die Deutschen, so wie es passt. Ist das die Lösung?
Ja, also zuerst, glaube ich, sollte man auch von meiner Seite betonen, natürlich ist die umlagefinanzierte gesetzliche Rente die erste Säule, die starke Säule auch in der Zukunft, die die Altersvorsorgung abdeckt. Und wir haben ja mit der Grundrente ein Element geschaffen, dass es für denjenigen, der leider nur wenige Ansprüche ansparen konnte, auch eine zusätzliche Leistung gibt. Aber bitte orientiert an den Beiträgen, die man gezahlt hat und an den Beitragsjahren. Das Modell der Grünen läuft ja darauf hinaus, dass es so eine Art Garantierente, die in Wahrheit eine Art Sozialhilfe ist, die auch Zeiten, in denen man nicht eingezahlt hat, berücksichtigt. Das widerspricht dem Prinzip unserer Rentenversicherung. Dann kann ich gleich Sozialhilfe für alle machen. So. Und das Zweite ist, jeder sollte eine Art von zusätzlicher Altersvorsorgung haben, ja, seinen eigenen Baukasten bilden. Und da spricht natürlich ist natürlich die ganz entscheidende Frage, kann ich mir das leisten? Gerade bei der betrieblichen Altersvorsorge sehen wir diejenigen, die gut verdienen, in einem Betrieb mit über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind, die haben alle eine BAV, eine gute BAV. Und diejenigen, die in kleinen und Mittelbetrieben sind und die schlechter verdienen, haben in der Regel keine. Und deswegen haben wir im Betriebsrentenstärkungsgesetz etwas sehr Sinnvolles gemacht. Wir haben hier eine Geringverdienerförderung eingebaut, die allein aus einer Arbeitgeberleistung besteht. Wir haben sie jetzt nochmal verdoppelt in dieser Legislaturperiode. Und mir wäre das Liebste, wir würden diesen Teil verpflichtend machen, weil ein Geringverdiener nur dann einsteigt, wenn er auch verpflichtet ist. Und wenn ich ihm keine zusätzliche Last auferlege, sondern der Arbeitgeber diese Leistung erbringt und diese vielleicht noch in einem höheren Maße vom Staat über die Steuer refinanziert bekommt wie jetzt, dann glaube ich, würden mehr Leute einsteigen. Und sobald man auch besser verdient, ist man da bereit, auch selber was draufzulegen. Da wäre, glaube ich, ein Stück mehr Verpflichtung sinnvoll, um überhaupt das Thema für die Geringverdiener stärker in Gang zu setzen. Und über den Riester wollen wir noch sprechen. Ich würde den Riester auch so reformieren, dass es eine reine Zulagenrente ist, einfaches Modell, damit auch kostengünstiger. Und wie gesagt, für denjenigen, der Kinder hat, der muss sie auf jeden Fall machen. Sonst ist er eigentlich dumm, weil er auf Geld verzichtet. Pflicht für Geringverdiener, da hat Herr Strengmann-Kuhn die Hand gehoben. Ich habe die Hand gehoben bei den Lücken für die betriebliche Alterssicherung, weil das Problem ist richtig angesprochen von Herrn Weiß, weil viele kleine Unternehmen keine betriebliche Altersvorsorge anbieten, viele Beschäftigte keine betriebliche Altersvorsorge machen, wenn sie einen Lebensverlauf haben, bei dem sie nicht davon ausgehen, dass sie ihr Leben lang in einem Betrieb sind. Und aber auch an könnte der Bürgerfonds eine Lösung sein für die betriebliche Alterssicherung als zusätzliche Option, weil es gerade für kleine und mittlere Unternehmen dann auch durchaus eine attraktive Anlagemöglichkeit ist, wie gesagt, kostengünstig mit einer hohen Rendite und gerade für die volatiler werdenden Lebensverläufe praktisch ist, weil man dann halt die sogenannte Portabilität dann relativ einfach hat, weil man in dem Bürgerfonds drin bleibt, auch wenn man von einem Betrieb zum anderen wechselt und dann kann man quasi die betriebliche Altersvorsorge mitnehmen. Das ist meines Erachtens ein guter Weg, um auch Lücken bei der betrieblichen Alterssicherung zu decken. Das komplett verpflichtend zu machen, hat eigentlich die Nachteile, die es auch bei Riester hätte. Mehr Fördermittel reinzustecken, ist, glaube ich, auch nicht unbedingt der Königsweg. Herr Spark. Ich wollte noch sagen, ich glaube, was wir brauchen, auch aus unserer Perspektive, ist ein Stück weit auch Fairness. Fairness auch in den Wettbewerbsbedingungen. Also ich bin ein bisschen verwundert, wenn man sagt, okay, wir schlagen vor, der Bürgerfonds und der soll ohne Garantien in die BAV gehen. Wir können das heute nicht. Wir haben ja auch gesagt, die Beitragszusage und Mindestleistung müssen wir anpacken, müssen wir die Garantien reduzieren. Ich glaube, das Erste ist, die Möglichkeiten, die man selbst vielleicht dem Staat geben möchte oder wo man glaubt, da können wir größere Freiheiten geben, auch der Privatwirtschaft zu geben und zu schauen, inwiefern wir dann auch eine größere Verbreitung schaffen. Ich glaube, es gibt Möglichkeiten, aber die sollten nicht privilegiert für ein staatliches Angebot vorgehalten werden, sondern wenn, dann diskutiert werden, auch für die heutigen Anbieter der zweiten und dritten Säule. Und das knüpft nochmal an das, was ich vorhin gesagt habe.
Wir müssen die verschiedenen Eigenschaften separat diskutieren. Herr Weiß hat gerade zu Recht gesagt, bei den Geringverdienern haben wir eine andere Situation als bei den Mittel- und Besserverdienern. Da müssen wir vielleicht noch mal stärker auch herangehen, auch ein Stück weit paternalistisch, muss man dann zugestehen, über besondere Förderung, auch über Verantwortungseinbeziehung der Arbeitgeber. Woanders haben wir mehr Freiheiten. Ich glaube, das müssen wir einfach systematischer diskutieren und nicht sagen, der Staat hat alle Freiheiten und er macht das demnächst in der privaten und der betrieblichen Altersversorgung und die privaten Anbieter, die müssen sich an strenge Regeln halten. So kann es ja nicht sein. Das ist meines Erachtens dann kein fairer Wettbewerb. Ich würde gerne zu den Zuschauerfragen kommen, liebe Damen und Herren. Wir hatten Sie gebeten, uns auch gerne Ihre Fragen zu senden. Und ich habe eine bekommen von Ricarda Lara Stölzel über LinkedIn. Die stellt die Frage: Wie bekommen wir die Menschen eigentlich dazu, mehr vorzusorgen? Herr Weiß, ich hatte es eingangs in der Anmoderation ja auch gesagt, es ist Ihnen auch ein Anliegen, dass die Menschen privat und betrieblich mehr vorsorgen. Wie bewegen wir die Menschen dahin? Jetzt können wir Sie gerade nicht hören. Der Ton? Herr Weiß, haben Sie was am Mikro gemacht? Wir können Sie gerade nicht hören. Nein, ja, Entschuldigung, muss ich auch freischalten. Natürlich durch Anreize, ja, am ehesten. Und in alten Zeiten war es so, da konnte man durch schöne Zinseszinseffekte, die man dargestellt hat, Werbung machen. Ja? Das entfällt jetzt ein bisschen in Niedrigzinsphasen. Und deswegen glaube ich, einfach die Anreize müssen stimmen. Und dann wiederhole ich das, was ich schon mal gesagt habe. Ich bin überzeugt, dass man bei dem Geringverdienerbereich nur vorwärts kommt, weil die zu Recht sagen, ich brauche jeden Euro zum Leben und für meine Familie, da haben die ja auch recht. Ne? Da kann der Anreiz auch so hoch sein, da muss ich mit einer rein arbeitgeberfinanzierten Leistung beginnen. Das haben wir mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz gemacht und deswegen würde ich das auch gerne verpflichtend machen. Vielen Dank an dieser Stelle. Es gibt im Moment keine weiteren Zuschauerfragen, die ich hier sehe. Deswegen würde ich gerne zu einer Abschlussrunde kommen und würde Sie gerne fragen, mit Blick auf den noch näher oder ferner liegenden Ruhestand von Ihnen allen, was ist denn Ihr zentraler Rat auch an die jungen Menschen mit Blick auf den Ruhestand? Was sollte ein junger Mensch tun, sich vornehmen oder umsetzen? Herr Strengmann-Kuhn. Da werden ja am Anfang schon die Frage, was wir in unserem Bekanntenkreis raten würden. Ich glaube, dass es wichtig ist, nochmal die Stärke der gesetzlichen Rentenversicherung einfach zu betonen, die eine sehr stabile, gute Alterssicherung schafft. Übrigens nicht nur eine finanzielle Alterssicherung, sondern es gibt auch Reha-Leistungen, es gibt einen Schutz bei Erwerbsminderung, es gibt eine Hinterbliebenen Versorgung. Deswegen das, was manchmal in den Medien stattfindet, so ein Schlechtreden der gesetzlichen Rentenversicherung, da würde ich auf jeden Fall erstmal gegen argumentieren. Deswegen ja auch den Rat, wo es die Möglichkeit gibt, in die gesetzliche Rentenversicherung auch zu gehen, zum Beispiel für Selbstständige oder bei Minijobs nicht rauszugehen, sollte man durchaus den Weg mit der gesetzlichen Rentenversicherung gehen. Und was die Vorsorge, Zusatzvorsorge angeht, betriebliche Altersvorsorge ist ein wichtiger Punkt. Und ansonsten ist es halt politisch wichtig, A, die gesetzliche Rentenversicherung zu stärken und eben noch bessere Möglichkeiten für die private Altersvorsorge zu schaffen. Ich glaube, dass der Weg mit dem Bürgerfonds, wo ja im Einzelnen noch viele Fragen zu klären sind, der kommt auch nicht in 1 oder 2 Jahren, sondern das muss ja dann auch im Dialog dann auch mit allen möglichen Leuten entwickelt werden. Aber ich glaube, dass wir nicht drum herum kommen, so ein Standardprodukt zu entwickeln. Und ich glaube, dass es ökonomisch tatsächlich am besten ist, wenn es öffentlich organisiert ist. Öffentlich organisiert heißt nicht, dass die privaten Anbieter draußen sind, sondern in Schweden ist das auch so. Der Staat bietet unterschiedliche Arten von Fonds an, die dann aber private Fonds sind. Und so wäre das hier auch. Natürlich haben da auch die Lebensversicherungen eine gewisse Rolle, insbesondere bei der Auszahlungsphase oder bei Älteren. Das, die Risikoneigung ist ja auch unterschiedlich für Junge und Ältere. Also im Jüngeren, für Jüngere macht es Sinn, eher in Aktien anzulegen. Wenn man sich dann dem Ruhestand nähert, ist es, glaube ich, besser, Anlagen anzulegen. Also
Wir brauchen, glaube ich, eine Neujustierung insgesamt der Alterssicherung. Das wird eine wichtige Aufgabe der nächsten Legislaturperiode sein. Herr Weiß, Ihre Empfehlung für die jungen Menschen zum Abschluss. Also mein Eindruck ist zunächst einmal, dass gerade auch junge Menschen völlig verunsichert werden durch das, was sich medial zu diesem Thema abspielt, wo ich mir manchmal frage, wollt ihr, die da Berichte sendet oder schreibt, wirklich die Menschheit völlig verunsichern, was richtig ist? Und ich glaube, ich würde mir sehr wünschen, wenn wir in Deutschland wieder zu einer Konzentration, auch in der Berichterstattung, auf das Wesentliche kommen. Und das Erste ist, ab dem ersten Euro, den man verdient, bitte auch an die Altersvorsorge denken. Ist für junge Menschen zunächst einmal etwas, was weit weg liegt. Aber richtig ist zum Beispiel, wenn man als allererstes mal einen Minijob als Student macht, es ist sinnvoll, den Rentenversicherungsbeitrag auch da zu zahlen. Wer weiß, wie das Leben weiterläuft, das hast du wenigstens mal auf deiner Seite. Auch an Jahren in der Rente. Das Zweite ist, mit dem ersten Job, den man hat, auch anfangen, etwas Zusätzliches zu machen. Also ich habe das damals selbstverständlich gemacht, obwohl ich wenig Geld verdient habe und meine Kolleginnen und Kollegen auch. Und ich glaube, da haben die Betriebe eine große Aufklärungspflicht, die Gewerkschaften, dass eine Selbstverständlichkeit wieder wird. Und dann glaube ich, dass eben junge Leute wählen. Übrigens merke ich in Gesprächen, dass da viele heute auch risikobereiter sind. Also das Thema, etwas mit Aktien oder Aktienfonds zu machen, ist für sie nichts Abwegiges. Und es geht ja nicht darum, mit dem Geld der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an der Börse zu spekulieren, sondern bei Altersvorsorge reden wir über lange Perioden, jahrzehntelangen konsequenten Ansparens von Kapital, was ich dann später im Alter zur Verfügung habe. Also ich glaube, wir haben eine große Informationspflicht vor uns. Interessant auch, dass der Altersvorsorgebericht nachweist, dass bei einem hohen Prozentsatz der Klein- und Mittelbetriebe gar keine Informationen vorhanden sind über betriebliche Altersvorsorge. Und deswegen glaube ich, dass zusätzlich eine Informationsoffensive notwendig ist, damit auch junge Leute die richtigen Angebote bekommen und das Richtige tun. Herr Schwag, ich wäre Ihnen sehr dankbar für eine ganz kurze Antwort. Ihre Empfehlung an junge Menschen? Ich will nichts zum Thema Produkte sagen, das hatten wir vorhin schon. Regelmäßig sparen, nicht das Geld, was am Ende des Monats übrig ist. Klein anfangen und regelmäßig anpassen an die Einkommensverhältnisse und nicht alle Eier in einen Korb. Auch wenn ich lange Zeit habe, ich sollte trotzdem nicht alles Geld an den Aktienmarkt bringen. Ein nachhaltiger Crash kann mich so verunsichern, dass ich auch meine Sparanstrengungen abbreche. Das wissen wir einfach prozyklisch, handeln viele Menschen. Und deshalb sollte man gucken, dass man eine Mischung in seinen Produkten und seiner Anlage hat, die zum persönlichen Risikoempfinden passt. Es nützt nichts, wenn aus einer langjährigen Perspektive von erfahrenen Anlegern gesagt wird, kann man alles aussetzen. Man muss das auch persönlich aushalten können. Ganz herzlichen Dank für diesen Abschluss und für dieses spannende Gespräch an Sie drei. Ich hoffe, unseren Zuschauern hat es auch Freude gemacht, zuzuschauen und zuzuhören. Ich darf Ihnen einen Ausblick auf unsere letzte Veranstaltung in dieser Woche, in dieser Themenwoche Altersvorsorge geben. Und zwar wird es morgen weitergehen um 11 Uhr hier bei uns. Und es wird dann um das Thema zufriedenes Leben im Alter gehen. Also die Frage auch, wie lang ist eigentlich die letzte Lebensphase und wie gestaltet sie sich? Ist sie vielleicht sogar ein Stück weit aktiver, als der ein oder andere glaubt? Wir werden morgen sprechen mit Ria Hinken, einer Altersspezialistin, mit Dr. Marc Lucy, einem Demografen, und mit dem Volkswirt Dr. Oliver Ehrentraut. Seien Sie gerne mit dabei. Wir danken für Ihr Interesse und bis bald. Tschüss.